da einsteigen. Na los, bin gleich bei dir. Fahren die anderen nicht mit? Ach komm, es ist doch genug Platz. Ja, man kann auch auf dieser Seite runter gehen. Mhm. Gut. Ich habe übrigens aufgehört, weil ich hier noch das gesehen habe. Mhm. Nicht. Gut, nee, wir nehmen jetzt den Helikopter. Wenn da im Boot wirklich nur einer mitkommt, das ist ja langweilig. Die müssen schon alle mitkommen. So. Was ist die nächste? Oben? Wahrscheinlich oben. Kommt man irgendwie hoch? Wie kommt man hoch? Ah! Das siehst du mal. Nochmal. Hier. Nochmal Medikamente und jetzt runterjumpen. Hui! Klatsch. Gut, und jetzt Helikopter. Irgendwo hier müssen wir Informationen finden können. Die Fahrt kann losgehen. Sogar mit Gatlings. Ich fliege. So. Dann wollen wir mal. Fangen wir mal hier hin. Dann können wir von oben die Leute ausschalten. Oder wir landen auf dem Dach. Das kann man natürlich auch machen. Hallo. Drohne fliegt. Aber das finde ich geil. Das finde ich richtig gut, dass das so funktioniert hat. Also, beziehungsweise nicht funktioniert hat. Ich sehe noch einen Tango. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Mit dem sind es 5. Ui. Ah, das finde ich jetzt echt cool, dass die kaputt gegangen ist. Wegen den Rotorblättern. Das ist natürlich geil. Ich gehe in Position. Lass mich in Position gehen. Ich habe das Ziel. Ich sehe das Ziel. Greife Tango Tango am Boden. Sehr schön. So, ein neuer Versuch. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Gut, also hier sind 2 Leichen. Da müssen wir aufpassen, dass die nicht sehen. Apropos nicht sehen, da ist jetzt einer, der kommt da entlang. Geh in Position. Noch eine bessere Position. Ziel markiert. Ziel erfasst.
Tango getötet. Okay, jetzt sind es nur noch 5. Den Vierer simultan Schuss. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Eine gute Schusslinie. Ich habe das Ziel. Hab das Ziel. Auf dein Zeichen, Boss. Greife Tangos an. Du bist an ihm vorbeigerauscht. Scheiße. Er ist jetzt wach. Okay, alles ist gut. Ich hab's voll verfehlt. Sauber. Das finde ich auch gut. Hallo. Was ist das denn? Wir wissen jetzt, wo die Garage ist, in der Polito seinen Sportwagen parkt. Wir holen ihn uns mitsamt Navi. Vielleicht erfahren wir ja, wo er und seine Freundin stecken. Ah, Sportwagen klauen, yes. So, Muni. Bei dem vielen Geld sollte man meinen, das Kartell macht schönere Orden. So. Ich glaube, das war's hier. Gut, dann holen wir uns den Heli. Und das ist echt krass, dass überall hier Helis sind. Das ist halt richtig heftig. So, wo müssen wir hin? Wo ist das Auto? Die im Einsatz, Fahrzeug, Waffenkiste. Checkpoint. Ha. So, Kingslayer-Datei. Da können wir, glaube ich, noch nicht hin. Dann würde ich sagen, ja, gehen wir mal kurz dahin. Einfach mal auf dem Dach, ne? Warum nicht? Waren wir hier nicht? Doch, ich habe mir, hier war doch unsere erste Mission, ne? Dann schauen wir mal, wo die Feinde sind. Hier, 1, 2, 3. Ich sehe ein zweites Ziel. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist.
Sind das nur drei? Vier. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Geh in Position. Lass mich in Position gehen. Sekunde, geh in Position. Ziel erfasst. Bin bereit. Ich sehe das Ziel. Bereit für den Angriff. Eröffne Feuer. Feind am Boden. Das war knapp. Wie, das war knapp? Gar nicht. So, das war doch mal herrlich. Also, abgesehen davon, dass wir mich beinahe entdeckt hätten. So. Wenn man nichts mehr brauchen, dann nichts kann ich. Kriegen sie trotzdem. Hier war auch noch was. Money, money, essen, essen, fressen, fressen. Dann gibt's hier die Informationen auf ein Lied. Svenjo, die Sicarios haben den entflohenen Gefangenen in Kulta gefunden. Welch ein schöner Name für eine Stadt. Sie haben ihn beschützt. Sie, das Dorf ist bei der Unidad bekannt als Zuflucht der Rebellen. Was wollen die Rebellen eigentlich? Tötet alle. Das ganze Dorf. Bringt göttlichen Zorn über Kulta und löscht es vom Antlitz der Welt. Claro, al rato. Okay. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal zum Auto. Helikopter haben wir jetzt ein bisschen dämlich geparkt. Das war eure Idee, ich meine. Leute. Gut, dann fahren wir mal zum unbekannten Ort. Entschuldigung. So. Und danach werden wir mal schauen, ob wir herausfinden. Wir das Auto von den blöden Heimlichter. So. Pueblo, hermanos bolivianos, während ihr in gemütlichen Heim sitzt, eure Arbeit nachgeht und euch und eure Familie kümmert, fragt ihr euch, was euch der ganze Unidad gegen die Bedrohung und die Rebellen angeht. Ihr sagt, das betrifft mich nicht, die greifen nur die Fremden an, die hier arbeiten. Das konnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt. Der Kampf gegen die Rebellen ist ein Kampf um die Freiheit Boliviens. Die von der Regierung unterstützten ausländischen Investitionen haben das Leben hier. Los, Feuer! Eröffne Feuer!
Ich hätte den Bolivianern die Möglichkeit, alle Vorteile daraus zu ziehen. Ein Geschäft, das die ganze Familie trägt. Wir Bolivianer sind ein friedlebendes Volk. Das mit den Kämpfen, das war... Die Drohne ist oben. Ist da jetzt nur einer, oder was? Da ist einer mit Maschinenpistolen. Markiere einen Hauptmann. Wow. Hilfe. Oh, danke. Ah, Scheiße nochmal. Schon, gell? Wo stand denn der? Da. Alter. Da kommen noch mehr Sicarios. Ja, ich kümmere mich erstmal um den Hauptmann. Wir sind alarmiert. Das Lager beruhigt sich. Die glauben, wir sind weg. Tangos laufen in die falsche Richtung. Okay, dann sind sie echt bescheuert. Okay. Hätte alles gut gehen können, wenn wir das mit dem Auto da nicht gemacht haben, hätten. Oder schneller mit dem Auto geschossen hätten. So. Dann will ich mal losrudern. Ich gehe in Position für eine gute Position. Shit, ich muss die Position wechseln. Ich hab das Ziel. Roger, Ziel markiert. Bereit, auf deinen Befehl. Oh, da sind noch zwei. Egal, komm. Entsichert. Er ist tot. So, sehr schön. Warte, geh in Position, eine bessere Position.
Suche eine gute Position. Ich Alles klar, bessere Position. Warte, die sehen dich. Unbedingt. Ich glaube, sie haben ihren Kollegen gefunden. Arschloch. So. Hier ist alles sauber. Gut, die können auch nicht sehr gut Auto fahren. So, jetzt im Haus war noch was. So, jetzt war das da. Und das da. Also in Bolivien, wenn man irgendwie so ein Kerzenshop hat, dann hat man auch ausgedient, ne? Überall diese Kerzen. So, sehr schön. Ich glaube, wir können hier mal wieder was machen. Wärmebild. Bin ich jetzt nicht mehr ganz so sicher. Weil an sich, man sieht die ja gut, ne? Beziehungsweise gerade habe ich gezeigt, dass man doch sehr gut die übersehen kann. Alter, man braucht da drei Batterien, Nachtsicht. Ja, Nachtsicht, so dunkel wird es hier nicht. Komm, ich mach mal wieder mit dem Bild. Ausdauer brauche ich jetzt zwei. Ja. Okay. Ja, mal schauen, ob wir das, ob das eine gute Investition war oder nicht. Ich mach das, ich fliege. Oh, ja, du bist ja auch der Boss. Der Boss. Da steigt man auch, oder? Wir werden jetzt mal. Landen. Hier mal sehr unauffällig. Da ist noch ein Tango, aber ein drittes Ziel. Ich sehe einen Scharfschützen. Hier ist Ziel Nummer 5. Mhm. Da ist, glaube ich, niemand. Wir sind um eine Ferien. Uiuiui. Da müssen wir ja wohl ein. Wir sind jetzt bei 10. 11. Nee, oh. Die hängen die ganzen Bewohner auf. Alter Schwede, alter Schwede.